Ich war immer interessiert mit Mathe und technischen Fach. Ja, ich habe viel die Welt beobachtet und es probieren zu verstehen, wie sie funktioniert. Caroline Rossier aus Fribourg gehört zum Länderteam, das die Schweiz Mitte Juli an der Internationalen Physik-Olympiade vertreten wird. Wissen wollen, wie die Welt funktioniert. Dieses Interesse verbindet sie mit den anderen Finalisten. Physik ist zwar nicht perfekt, aber man kann damit sehr genau Sachen beschreiben. So einfach seine Umwelt beschreiben und genau eine. Es ist fast wie eine Macht, die man über seine Umwelt hat, wenn man weiß, wie sie funktioniert. Und eine Macht fasziniert mich. Doch nicht nur theoretische Formeln, mit denen die Welt erfasst werden kann, finden unter den jungen Finalisten Anklang. Nicola Gantenbein von der Kantonsschule Wattwil. Ich finde es schön, wenn es etwas angewendet ist. Nicht nur Theorie. Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen der angewandten Physik. 2 Tage lang üben die Finalisten den experimentellen Teil der Physik-Olympiade. Weshalb ist das nötig? Die experimentelle Training kommt in der Schule eigentlich eindeutig zu kurz. Markus Meyer lehrt Physik an der neuen Kantonsschule Aarau und hat das Trainingswochenende mitorganisiert. Denn auch der praktische Prüfungsteil der Internationalen Physik-Olympiade wird anspruchsvoll sein. Sie müssen sich relativ rasch in eine neue Situation eindenken. Dann ihre Arbeitsschritte, das ist die Messung, die sie machen müssen, müssen sie gut planen. Anschliessend kommt meistens eine anforderungsreiche Auswertung der Daten, manchmal auch ein Interpretieren. Die Internationale Physik-Olympiade findet in einem Monat an der Universität Zürich statt. Dann werden die Schweizer Finalisten gegen rund 90 andere Länderteams antreten, die alle im Vorfeld ebenfalls intensiv geübt haben. Nervös? Kommt drauf an, was einem davon abhängt. Da kann nicht viel schief gehen. Wenn du ein bisschen schlechter bist, bist du schlechter. Aber es hängt nicht davon ab. Von dem her ist es nicht zwingend nötig, dass man sich unter Druck setzt. Dann ist es oftmals besser, als wenn man einfach eine Chance hat, nach dem Umbestehen. Ich finde es spannend. Einfach, mir macht es eher Freude daran selber.